los. Ja, da sind wir wieder mit dem Let's Show von meinem Minecraft-Server. Mit dabei 500 André als mein Kameramann sozusagen. Hallo. Der nimmt das hier alles mal gerade auf. In den vorherigen Teilen hatten wir uns ja schon viele andere Sachen, wichtige Sachen auf dem Server gezeigt. Und es gibt natürlich noch viele andere Sachen, oder es gibt einige bis viele andere Sachen, die wir euch jetzt nicht so zeigen können, von der Zeit her und von der Aufnahmenmenge. Aber die könnt ihr euch dann einfach mal angucken, wenn ihr vielleicht mal auf dem Server vorbeischaut. Ja, hier ist noch der Skin von Joker. Das ist Brickfreak01. Den kennt ihr auch von YouTube, denke ich mal, wenn ihr Lego Star Wars Videos macht. Wie viele meiner Abonnenten das halt tun. Hier ist dann nochmal so ein Landeplatz für diesen Crafter Express, diese UFO-ähnlichen Nahverkehr, was ich ja im vorherigen Teil schon, schon beschrieben hatte. Dann kommt nochmal hier mit André, dann zeigen wir, ach nee, am besten wir fliegen hier da. Das ist vielleicht besser. Ach ja, ja, genau. Ach ja, und kleine Ansage noch, falls viele von euch denken wahrscheinlich, dass da hinten dieses fette Gebäude, das ist ein öffentliches, aber nein, das ist ein Wohnhaus von Joker, wie gesagt. Deswegen auch das dreifache J oben auf dem Dach. Warum dreimal? Keine Ahnung. Ja, hier ist nochmal der Tower, weil hier nämlich der Flughafen ist, der noch nicht fertig ist. Hier sollte eigentlich noch ein Hangar hin und eigentlich sollte hier auch noch ein... Wo bist du, André? Ich bin hier hinten am Eingang vom Flugplatz. Ach so, ja, da ist die... Der ist auch noch im Aufbau. Wir sind in dieser Ecke in den letzten Tagen noch nicht so wie weitergekommen. Da kommt ein Empfangsgebäude rein. Hier ist so eine Gangway. Ah, so ein Gangway. Hättest du fast Gangway gesagt. Ja, ich weiß. Hier haben wir dann ein Flugzeug gebaut, ja. Ich zeig das mal eben so. Hier so. Ja, flieg einmal drumherum. Ja, hier, die Türen sind jetzt leider verschlossen, da muss ich mal gerade meinen Kompass zücken. Und mal eben, ja, daneben klicken, eben. Ist jetzt auch egal. Das ist uns beim Start mal kaputt gegangen. Und hier ist halt Transitplätze. Normalerweise sollte das mal fliegen, durch den Plugin. Mit dem gleichen Plugin wie mit dieser. Ja, aber wir hatten leider diese Probleme, dass ein paar Sachen, die in dem Flugzeug drin eingebaut sind, dass dieser Plugin eben nicht erkennt und dann hebt immer nur das halbe Flugzeug ab und zerreißt das komplette Flugzeug. Und wir haben einfach keine Zeit dafür, nochmal alles, was halt das Ding nicht mitnimmt, halt nochmal rauszureißen. Da ja, hier sollte dann eigentlich noch ein Hangar und ein Flughafen, das kommt aber noch wahrscheinlich. Ja, hier ist eine Start- und Landebahn. Ja, dann ist hier nochmal der Tower, den gibt es hier halt zum dritten Mal. Weil der halt einigermaßen gut gefällt. Ja, da hinten ist noch so eine Art, irgendwie so ein, keine Ahnung, was das sein soll, irgendwie so ein... Ja, das ist ein, in der Innenstadt gibt es ein Reisebüro und da vermieten wir Hotelzimmer und Hotel, also und so Reisedinger halt. Ferienanlagen und das hier ist halt eine von so einem... Da kann man also ein Zimmer mieten. Was? Ja, da kann man das ganze Haus mieten und das ist halt das Größte und etwas war mal abgelegen, aber der Server hat sich so groß ausgebreitet, dass man von hier eigentlich auch nicht mehr allein ist. Wirklich, ich kann das ja mal eben zeigen. Ein Wunder, dass der Kompass nicht reagiert hat, als ich gerade was gemacht habe. Kommst du denn jetzt gerade einmal mit? Dann zeigen wir nochmal gerade hier noch einen Teil. André? Ja, ich komme. Bin da. Ja, dann hier sind hier noch solche Schrebergärten. Die kann man dazu mieten, wenn man, also dazu kaufen, wenn ein Grundstück zu klein ist, wenn man da nicht noch einen Garten drauf machen will, kann man hier noch einen Garten dazu mieten, wo man den halt reinbauen kann. Ja, hier wird von einigen die Fläche sehr großzügig ausgenutzt, das kann man ja auch machen. Zeigen wir hier vielleicht nochmal Andres Haus. Ja, ich habe keinen festen Wohnsitz, ich habe außerhalb so eine größere Villa, aber die will ich jetzt auch nicht zeigen. Hier ist dann noch so, hier kann man halt Hunde kaufen, mit so einer Hundeschule, da kann man so gut durch so ein Parcours gehen lassen. Ja. Jetzt kommt nochmal Lotto und noch was. Ja, das können wir im nächsten Teil dann nochmal zeigen. Dafür müssen wir jetzt die Aufnahme unterbrechen. Dann fangen wir im nächsten Teil bei der fetten Hose an.